Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kolat. Ich begrüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch im Live-Let's Play, wie du siehst. Der dem Lack hier oben rechts in der Ecke hat immer noch das rote T-Shirt an. Ist immer noch derselbe Abend. Und ich... Wow. Warte, ich trinke mal einen Schluck. Oh. Schmeckt gut, wenn da keine Kohlensäure mehr drin ist. Meine ich das nur, oder sieht man auf den Monden so eine Art Totenkopf? Oder bilde ich mir da schon wieder ein paar Dinge ein? Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder... Es zieht ein bisschen. Ich glaube, ich sollte mal das Fenster gleich zumachen. Da ist was. Alter, mach mich doch nicht. Ich habe echt gedacht, da steht jemand. Aber dabei ist es nur, da steht tatsächlich jemand. Ist das wieder der Typ, der uns verfolgt hat gerade? Ist das wieder so einer? Ja. Ich will da gar nicht hingehen. Obwohl, warte mal, da kann uns doch eigentlich nichts passieren, ne? Da ist er eh zu. Steht der immer noch da? Was? Jetzt ist er weg? Können die sich teleportieren? Da geht's rein, so wie das aussieht. Ich glaube, wir versuchen da mal rein. Will ich da rein? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich erzähle. Komme ich hier eigentlich dran vorbei? Nee. Okay, geht's gar nicht vorbei. Okay, also. Also müssen wir uns schon mal merken, also müssen wir irgendwie da reinkommen. Vielleicht mal außenrum gehen. Ist denn der Ort jetzt auf der Karte hinzugefügt? Nö. Okay. Kommen wir denn hier weiter? Ich schau mal, ob wir hier weiter gehen können. Sieht aus, ob das so eine Art Kuppel war hier. Es ist ganz schön stürmisch. Ob das auch mal aufhört, hier so zu schneien und zu wehen. Was ich mich ja auch die ganze Zeit frage, ne? Wenn wir ja doch hier nicht alleine sind. Oder beziehungsweise, wenn wir doch der Typ sind, der da im... Huch. Hallo? Wenn wir doch der Typ sind, der da in das Tagebuch reingeschrieben hat und die Nachricht da verfasst hat. Wo ist denn dann der Kerl hin, der ihn da führen sollte von dieser Berghütte? Wenn wir das sind. Bevor ich jetzt dahin gehe, schaue ich mich erstmal hier nochmal um. Okay. Huch. Okay. Also hier scheint nichts zu sein. So. Ja, und noch, wie gesagt, für die Leute auch auf Twitch, willkommen zur Let's Play Live Show und willkommen zum Live-Let's Play. Ne, und für dich auf YouTube, wie gesagt, ändert sich ja nicht. Wir sind immer noch live auf Twitch.
Da sieht aus wie eine Höhle oder sowas. Ich werde mal hier lang gehen. Hier stand der Typ doch, ne? War das nicht hier gewesen? War das? Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ist der Schnee da dran geklatscht oder? Oder ist das nur eine optische Täuschung? Nee. Ich glaube, das war nur. Warte mal, wo stand? Der stand doch da irgendwo, ne? Kommt man da gar nicht hin? Kommen wir irgendwie rein? Weil ich meine, der stand doch da, ne? Oder? Achso, er hat ja gesagt, man kann ja kriechen oder reinspringen, ne? Kann man vielleicht irgendwie hier rüber da. Hm. Oder gibt es vielleicht einen anderen Eingang? Ich probiere nochmal da irgendwie anders reinzukommen. War hier noch. Ach, guck mal an, hier vielleicht. Ah. Ah. Sieht aus, als ob das so ein Observatorium war hier. Mit so einer Kuppel. Sieht zumindest danach aus. Ach, das sind bestimmt die Längen und Breiten gerade, die wir brauchen, wo wir uns gerade befinden. 55 Nord und 40 Ost, ist das richtig? So, 55, was war das? Huch, hallo? 55 Nord, 40 Ost. Hallo? 55 und 40 Ost. 40, da müssen wir jetzt sein. Okay. Aha, da unten also. Also hier in der Nähe von diesem Penis. Entschuldigung. Aha. So. Ein Tisch, der vollgeschneit ist. Komme ich hier? Ne, okay. Schade, dass man nicht springen kann. Das hätte dem Spiel, glaube ich, auch gut getan. Da komme ich auch nicht rüber. Vielleicht müssen wir außen rum gehen. Naja, noch ist ja, ich sag mal, noch ist ja noch relativ entspannt, ne? Ist ja. Noch ist nicht viel passiert. Ich sag mal, wir haben so eine Gestalt gesehen. So eine leuchtende und. Na toll. Wenn ich jetzt hier rüber. Da hat er gestanden. Toll, wenn ich jetzt hier rüber schwenke, komme ich noch wieder zurück. Oder ach doch da. Da leuchtet was. Warte mal, ich gehe mal, bevor ich jetzt da reingehe. Erstmal hier gucken, was hier. Ach, guck mal, ein Zettel. Ah, ja. So, was haben wir denn hier? Serwerks ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk, Russland. 15 Kilometer nordwestlich von Tomsk am rechten Ufer der Tom gelegen. Sie befinden sich in den Häusern von Rosatom, Russlands. Föderale Agentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und trug früher den Namen Pietrzybrzegowski. 1956 erhielt der Ort das Stadtrecht. Okay. Die Stadt verfügt über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Sitz der russische Forschungseinheit für Naturphänomene, bis 1991 sowjetische Forschungseinheit. Die Einheit konzentriert sich auf die Erforschung von Naturkatastrophen in Russland. Ah, ja, okay. Aber dort befinden wir uns doch gar nicht jetzt, ne, oder? All das ist dunkel hier. Tische und Schränke. Hm.
Das Schöne an so Exploration-Spielen ist ja, jeder wird es ja wahrscheinlich anders spielen, weil ich denke mal nicht, dass jeder, der das erste Mal gespielt hat, sofort hier hingegangen ist. Einige werden vielleicht woanders hier lang gegangen sein. Ich, hab ich schon mal gesagt, dass ich in Spielen, in Horrorspielen still lasse. 30 zu 33 Zuschauer, vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live Let's Play. Ich, Okay, jetzt wird's gruselig. Ein Stuhl. Es hört sich so an, als ob da einer gerade Zeitung liest. Finde ich interessant. Kann ich die Tür öffnen? Gibt's denn keine? Gibt's? Halt! Alter! Alter, was? Willst du mich verarschen? Alter! Alter! Oh, wie peinlich. Alter. Ich will das gar nicht sehen in der Webcam. Wie peinlich. Alter, was war das denn bitte? Puh. Da stehen mir ein bisschen die... Man kann es, glaube ich, nicht sehen. Doch, ein bisschen. Man steht... Alter, warte mal. Ich muss ein bisschen Power trinken. Habe ich mich erschrocken? Ja, ich auch. Und wie? Vor allem erstmal so ein Knall, da denkst du so, okay. Und jetzt? Ja gut, jetzt wissen wir ja, was auf uns da unten... Ah, okay, jetzt muss er erst die Texturen reinladen. Jetzt wissen wir ja, was auf uns wartet. Ich, Was war das denn? Das war aber gerade nicht, oder? Aber der mit der Zeitung ist immer noch da. Und der Stuhl auch. Stuhl, mein bester Freund. Ich höre ein seltsames Atmen. Geh weg, 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 weg. Wo sind wir denn jetzt? Ach, guck mal, Putin ist auch hier. Ach, das war das. Ach, das war das. Ach, das war das Blatt. Huch. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in. Na, mein Gott, Entschuldigung. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest.
Was war das denn gewesen? Ey, oh Gott. So, also, die ersten Leichen entdecken wir bei den Kiefern. Ein improvisiertes Lagerfeuer deutete darauf hin, dass sie versucht hatten, sich aufzuwärmen. Die Leichen waren nur mit Unterwäsche bekleidet. Ich beschloss, das Gebiet zwischen dem Zelt und dem Baum genauer zu untersuchen. So entdeckte ich die anderen Leichen, die in Abständen von je ein paar hundert Metern lagen. Ihre Position ließ erahnen, dass sie versucht hatten, so schnell wie möglich zurück zum Zelt zu gelangen. Schon sehr merkwürdig, dass sie nur Unterwäsche getragen haben, ne? Verstehe ich irgendwie nicht. Bei dieser Eiseskälte hier ist es sehr verwunderlich. Das könnte bedeuten, dass die Bedrohung vorüber war und die Gruppe beschlossen hatte, zum Zelt zurückzukehren, oder aber, dass jemand oder etwas aus dem Wald auftauchte, um seine Opfer zur Flucht zwang. Es ist schwierig, ich kann es kaum lesen, weil es so leuchtet, es ist schwierig, heute noch festzustellen, was genau passierte. Ich entnahm Proben von allen Leichen, um sie im Labor der... Ich kann das nicht lesen, das ist so grell. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Der Einheit? Moment, ich muss mal eben kurz gucken. Ah, hier, so kann ich besser lesen. Um sie im Labor der Einheit weiter zu untersuchen. Ich besprach die Situation mit den übrigen Mitgliedern des Rettungstrupps. Sie nahmen daraufhin das Zelt und den Bereich bei den Bäumen unter die Lupe, während ich in den Wald ging. Hallo? Was war das? Okay, sind Bilder, aber... Oder alte Postkarten, aber die können wir anscheinend nicht lesen. Das war ja toll, jetzt gerade. Hui. Und wer ist er? Wahrscheinlich... Putin! So, ja... Ich habe da eine Tür gehört. Ich find's toll. Das sind, glaube ich, die gleichen. Ist das... Was ist denn das? Ist das ein Ausweis? Das lag hier vorne auch. Ich schau nochmal eben. Warte mal. Kann man das lesen? Es ist leider auf dem Kopf, ne? Man kann es eh nicht lesen. Tolle Textur. Ja. Ich würde sagen, für YouTube machen wir jetzt hier eine kleine Folgenpause. Was uns hinter dieser Tür erwartet, ja, siehst du in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.